nie wirklich so das Gewinneinbringendste für Google gewesen, weil eben einfach dieser Share mit den YouTubern an sich eben ein sehr fairer ist, wie ich finde, also ein sehr, sehr fairer. Weil dafür, dass die wirklich die komplette Plattform bieten, Server und Festplatten, was da an Datenmengen verarbeitet wird, das ist, was weiß ich, das kannst du einfach nicht, das ist komplett unverständlich, was da an Datenmengen jede Minute, jede Stunde, jeden Tag hochgeladen wird und vor allem auch archiviert werden muss. Das sind Sachen, die sich potenziell den Großteil zwei Leute anschauen oder sowas. Aber du musst das natürlich online haben, weil du eben keine Zweiklassengesellschaft möchtest. Nur wenn du Jude für die Zuschauer hast, hast du das Recht, dass deine Videos dauerhaft archiviert werden sollen. Nein, jeder hat das Recht, Videos hochzuladen, in beliebiger Qualität YouTube-Server so voll zu spammen mit irgendwelchem Mist. Eben um einfach diese Mehrklassengesellschaft nicht zu fördern, hat dann eben jeder das Recht, das zu machen. Es hat jeder das Recht, eine YouTube-Partnerschaft einzugehen, bla bla blub. Sowas halt. Durch sowas stelle ich mir das infrastrukturmäßig unglaublich aufwendig vor. Und da haben sie eben die These aufgestellt, dass YouTube jetzt immer mehr versucht, Geld auf anderen Wegen zu verdienen als durch Werbung, weil das eben jetzt nicht mehr so funktioniert wie früher. Einfach weil das mit der Werbung, ich nenne es einfach mal inflationär geworden ist. Das ist so viel geworden, weil es so eine Masse an potenziellen Werbeplätzen vor jedem Video eben gibt. Weil halt eben auch jeder Depp vor seinen Videos einfach Werbung schaltet, weil er einfach die Chance sieht, oh, ich werde immer mal voll der reiche YouTube Premium Partner und so. Ja. gut, wenn man es der Motivation anfängt, dann kannst du es sowieso gleich bleiben lassen. Aber gut. Nee, auf jeden Fall. Dass es halt eben so viele potenzielle Werbeplätze gibt, so viele Werbende gibt es gar nicht. Und dann wird das auch alles ausgelagert auf die ganzen Networks und sowas, auf die ganzen Netzwerke, die eben eigene Ad-Server haben und so ein Mist. Und einfach durch die schiere Menge und dieses schiere Angebot an Werbeplätzen ist natürlich die Werbung an sich wird immer günstiger. Das bekomme ich natürlich zu spüren. Das bekommt, denke ich, jeder andere auch zu spüren. Keine Ahnung. Ich habe es ja nie anders vorgehabt. Ich habe ja nie davon, ich vorgehabt, hier irgendwie mal mein Millionchen damit zu verdienen. Nee, keine Ahnung. Also mehr als eben dieses kleine Taschengeld, was es einfach ist. Wo man sich vielleicht einfach mal, wenn du mal ein paar Monate dich ein bisschen zusammenhältst, wenn man eine Softbox kaufen kannst oder sowas. Keine Ahnung, mehr ist es ja nicht. Ach so, übrigens kurzer Einschub. Dieses mit dem, der YouTuber darf nicht über seine Einnahmen reden, das ist nicht so einfach auch aus dem Grund, dass du eben meldepflichtig bist, bla bla, Steuern, Finanzamt, bla bla. Also du darfst auf jeden Fall deine AdSense-Einnahmen monatlich preisgeben, über was du keine Infos geben darfst, ist über die Tatsache, wie viel man pro Klick oder so Mist verdient. Also diese CPM-Geschichte, den ganzen Mist, der darf offiziell nicht öffentlich werden, aber man darf eben auch schon aufgrund dieses Finanzamtszeugs seine gesamten monatlichen Einnahmen, da besteht keine Schweigepflicht, bla bla. Was trotzdem nicht heißt, dass man da offen drüber redet, weil du fragst ja auch nicht den Busfahrer oder den Edeka-Angestellten deines Vertrauens, ey Alter, was verdienst du oder dein Lehrer? Hey Herr Schmidt, was verdienst du eigentlich so im Monat, yo? Macht man ja auch nicht, ne? Also, das ist eben diese gesunde Distanz zum Verdienst, die man da nicht so offenlegt, einfach auch aus den Gründen nicht. Ne, aber auf jeden Fall ist es nicht mehr so, dass es ist auf jeden Fall nicht mehr so, dass das komplett der Schweigepflicht unterliegt, bla bla blub. Nur um diesen kleinen Einschub mal hier drin zu haben. Auf jeden Fall, bla bla, YouTube kommt immer mehr in die Richtung und das finde ich eigentlich recht interessant. Da wurde in dem besagten Artikel auch noch ein bisschen die These angestellt mit, wie das jetzt sich komplett weiterentwickelt, ob jetzt komplett auf Werbung verzichtet wird, ob YouTube komplett irgendwann mal komplett also komplett als, nehmen wir es mal, Pay-TV-Angebot ausgelegt wird. Aber das kann man einfach nicht abschätzen, weil man auch gar nicht weiß, wie sich dieser Markt eben entwickelt, wie sich das Angebot an YouTube-Videos entwickelt. Ich meine, das denke ich mal, sieht jeder, der auch YouTube an sich selber betreibt und irgendwie Interesse daran hat, irgendwie dauernd so einen YouTube-Schwanzvergleich zu machen, so einen Kanal-Größen-Schwanzvergleich.
der wird merken, dass es mit jeder Art von Kanälen Hochs und Tiefs gibt und die man selber recht heftig spürt. Vielleicht, wahrscheinlich, eventuell. Und YouTube als großes Ganzes hat natürlich genau solche Schwankungen. So ist es natürlich nicht. Und da muss man eben drauf reagieren, da muss man eben Maßnahmen ergreifen, bla bla. Deswegen kann man auch nicht sagen, wie sich jetzt generell der YouTube-Markt in ein paar Jahren entwickelt, wie sich YouTube als Unternehmen an sich in ein paar Jahren entwickelt, wie sich das Vertriebskonzept von YouTube-Videos in den kommenden Jahren verändern wird. Ist eigentlich auch schon immer so gewesen. Man hat ja auch immer vorher hergesagt und prophezeit, ja, wenn du jetzt und jetzt mit YouTube anfängst, dann kann es eh nichts mehr werden, weil also so die Großen sind eh schon vergeben, jetzt hat es eh keinen Sinn mehr anzufangen, weil, naja, es gibt eh schon genug, die großen Paar, die so existieren, die sind jetzt definiert, da hast du eh nicht mehr mitzumischen, deswegen lohnt sich jetzt eh nicht mehr anzufangen, bla bla, das muss man sich ja schon jetzt jahrelang wirklich anhören, das war ja, hat ja selbst Gronkh schon davon erzählt, der aus jetziger Sicht immer noch einer der ältesten und am längsten dabeienden ist. Das war jetzt nicht richtig, aber es ist egal. Selbst der hat sich damals bei seinem Start schon anhören müssen, ja, jetzt brauchst du es gar nicht mehr versuchen, jetzt brauchst du gar nicht mehr damit anfangen, bla 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 und sowas. Und zwar bei mir jetzt vor knapp 3 Jahren, ähnlich, hat man sowas auch schon recht extrem gehört, also das ist dann, also jetzt brauchst du es gar nicht mehr anfangen, jetzt brauchst du gar nicht mehr damit anfangen, jetzt kannst du es eigentlich bleiben lassen. Es hat sich jetzt ein bisschen gewandelt, weiß ich nicht, das hört man jetzt gar nicht mehr so häufig. Zumindest habe ich den persönlichen subjektiven Eindruck jetzt. Ob das wirklich so ist, weiß ich nicht. Aber ich habe eben den Eindruck, dass das jetzt nicht mehr so extrem in der Art kommuniziert wird, weil man doch einfach jetzt der Überzeugung ist, egal zu welchem Zeitpunkt man diese Aussage trifft, es wird zum Ersten immer Leute geben, die es trotzdem irgendwie schaffen, sei es jetzt wirklich durch guten Content oder sei es einfach durch geschickte Vermarktungsstrategie. ja, genau. Also der Satz und ja, ne? Genau. So, das wollte ich eigentlich mal ein bisschen sagen. Ich bin gleich drauf gekommen. Ist egal. Bisschen abgeschwiffen. YouTube-Vertriebskonzept, bla bla. Weg von Werbung. Genau. Und mit diesem Beispiel wollte ich zeigen, dass wenn man jetzt Voraussagen trifft, wie sich das in ein paar Jahren entwickelt, dass da zum Beispiel kein Markt mehr für Werbung da ist oder sowas, dass man sich da, ich sag mal, nicht überraschen lassen muss, weil das kannst du dem Manager nicht sagen. Die müssen natürlich schon Entscheidungen treffen, wie das nächste Jahr weitergeht. Das geht ja nicht von jetzt auf sofort irgendein System umzustellen. Aber für so uns als kleine Nutzer bleibt da nicht viel anderes übrig, als mitzuspekulieren und sich aber einfach auch darauf einzulassen, was da alles kommt. Ne? Und dann wird man auch sehen, ob dann je nach Veränderung, ob der Nutzer da mitgeht oder nicht. Gab ja schon viele Veränderungen, wo man auch immer gedacht hat, nee, würden die Nutzer nie mitgehen oder auch das komplette Gegenteil, wo man gedacht hat, ja klar, das ist voll das gute Konzept, ist voll gut, ist voll super. Windows 8, Windows Vista und sowas, also die Richtung, wo man gedacht hat, der Nutzer geht nie mit, aber die Verkaufszahlen von sowas sind trotzdem besser als je zuvor, um bei dem Beispiel Windows zu bleiben, weil es halt einfach so ist, ne, weil sich da einfach nicht viel dran ändert. So, einmal Ticket, da ist Ticket. Ich habe jetzt Z gedrückt, was nochmal Z war. Ja, das ist natürlich schick. Bitteschön. Nächste bitte, hallo. So, jetzt haben wir das Thema auch ein bisschen abgehakt. Haben wir ein bisschen was gequatscht. Ist vielleicht aber ganz interessant. Ich habe mir eigentlich ein bisschen ein anderes Thema bereitgelegt, aber das kann ich einfach mal anders breittreten. Ja, weil ich das ganz interessant fand jetzt an der Stelle, ne? Ich wollte generell mal so ein bisschen wieder mehr probieren, auch mal so kleine Sachen anzusprechen. Ich habe ja auch mal vor Ewigkeit das mal angesprochen, dass es, ich sag mal, da gab ich mein Silvester-Special da. Ist auch schon, wie gesagt, ein bisschen her. Mehr als 3 Monate. Und da habe ich eben drüber geredet, dass es schwierig ist, jetzt immer noch über irgendwelche Themen zu reden. Also jetzt anzufangen, über irgendein Thema zu reden und vor allem auch so ein bisschen meinungsbehaftet, wie das hier halt einfach ist. Hier, das ist kein journalistisch vorbereiteter Artikel. Das ist einfach so eine kleine subjektive Meinung von mir. Weil egal, was man hier halt so von sich gibt, man merkt halt sofort diesen nicht ganz objektiven, subjektiven Unterton davon. Und deswegen ist es schwierig, über Sachen zu reden, weil bla bla blub, wegen ganz vielen Sachen, habe ich eben im Silvester-Special so ein bisschen breit getreten, weil ich eben so gegen Ende letzten Jahres so das Gefühl hatte, dass man damit
dass das irgendwie keiner hören möchte und oder dass es dass man sofort, egal was man sagt, die Hälfte der Leute verärgert, weil eben komplett die Hälfte der Leute eine komplett konträre Meinung dazu haben, sowas in der Art. Also, dass man da sich tendenziell eher so ein bisschen zurückhält und wirklich einfach noch dieses Situationskommentieren macht, wie ich es jetzt halt eben versucht habe, eine Weile lang zu machen. Aber, ja, weiß ich nicht. Ich finde es immer so schwierig, jetzt Aussagen darüber zu treffen, was jetzt geklappt hat oder erfolgreich gewesen ist und was nicht, weil ich diese Terme jetzt eh nicht so gerne benutze. Weil ich einfach ganz gerne sage, ja, das macht mir Spaß und wenn euch das auch Spaß macht und ihr jetzt euch das ja gerne anguckt, dann ist ja alles in Ordnung, ne? Dann haben wir unser Ziel erreicht. Und so in etwa versuche ich es halt auch eben ein bisschen zu halten, ne? Wenn ich merke, ich habe das Bedürfnis, über irgendwas zu reden, dann rede ich darüber. Wenn ich das Bedürfnis habe, nicht über irgendein Thema zu quatschen, sondern einfach nur wirklich stur zu kommentieren, sage ich jetzt mal, dann mache ich das auch, ne? So in etwa will ich es einfach mal zusammenfassen. So, dann stellen wir uns da einmal hin. Dann bin ich mal gespannt, ob wir noch irgendwie da noch irgendwas ist, ob wir zu dem Betriebshof zurück müssen oder was jetzt passiert, bis wir 17 Fahrgäste aussteigen und so ein Mist. Ach nee, warte mal, ich würde auch mal ganz gerne erstmal, bevor es zurückgeht, ja, wir brauchen nämlich auch noch Thumbnails und so ein Mist. Schade. So, damit würde ich sagen, wir sind zurück im Depot. Ja, und das war's für heute. Also so aufnahmezeittechnisch ein bisschen suboptimal. Ich habe gedacht, wir fahren eine halbe Stunde hin, mindestens eine halbe Stunde zurück. Also machen wir zwei Wochenenden draus. Das hat jetzt ja nicht so funktioniert. Ich muss mal gucken, wie ich das schneide. Jetzt habe ich wieder Probleme. Ne, jetzt kommt, jetzt fängt der andere Teil an. Jetzt fängt der andere Teil an. So, aber schön angeleuchtet. Also auf jeden Fall war das ganz schick hier. Jetzt war ganz schön. Haben wir ein bisschen was von früher gesehen. Wie gesagt, jetzt ein Spiel, was ich bisher noch nicht so wirklich gekannt habe, was jetzt auch ein bisschen neu für mich war. Komplett der Citybus Simulator war nie meine Richtung, weiß ich auch nicht warum. Ich war immer eher so der Astragon-Simulatoren-Typ, also halt gepublished von, die entwickeln ja nicht selber. Aber also eher so Bus-Simulator 2008, 2009, wie gesagt, das war so mein großes Ding. Und dann halt auch eben noch ein Spiel, was ich wahrscheinlich als übernächstes präsentieren werde. Also das nächste wird jetzt nicht viel mit Bussen zu tun haben, aber das, was als übernächstes kommt, das habe ich auch sehr gerne und sehr häufig praktiziert. Ne? Also das wird auf jeden Fall kommen in dieser Reihe, in dieser Art von Let's Play, die wir hier ja haben. Dieser kleinen History-Reihe. Ja, ne? Auf jeden Fall würde ich sagen, ich bedanke mich bei allen fürs Dabeisein. Ich bedanke mich bei allen, denen es ein bisschen gefallen hat. Und ich hoffe, es auch bei denen es nicht gefallen hat. Wir hören zwar nicht bis jetzt zu, aber es ist ja egal. Weil vielleicht doch, weil sie von eben mit mir gezwungen werden, jetzt zuzugucken. Weiß ich ja auch nicht. Ja, auf jeden Fall, das war's von mir von dieser Stelle aus. Hab mir, wie gesagt, in der, welcher letzten Aufnahme ja mal erzählt habe, noch einen großen Sack an anderen Simulatoren bestellt, an älteren. Also Material für den Slot hier geht mir auf jeden Fall nicht aus. Ne? Aber ich glaube, das ist ein bisschen interessant, so kürzere, kleinere Let's Play-Reihen von irgendwelchen Simulatoren zu haben. Das ist, glaube ich, ganz interessant. So, also macht es auf jeden Fall gut. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das gesehen habt. Und dann sehen wir uns einfach das nächste Mal wieder. Macht's gut. Bis dahin. Tschüssi.